Wir glauben, dass Stadtteilarbeit wichtig ist, weil wir die Stadtteile als den Ort der Transformation sehen. Und das wollen wir machen, indem wir die materiellen Bedingungen der Menschen in den Vordergrund stellen, Sozialberatungen anbieten zu verschiedenen Themen. Also der konkrete Ansatz dahinter, den wir vorstellen, ist der Beratungsorganisierungsansatz, der konkrete Beratung zu sozialen Fragen anbietet, vor allem im Themen rund um Miete, Jobcenter und aber auch feministische Beratung zu Themen von häuslicher Gewalt eventuell oder Pflege und Kinderbetreuung. Und damit kommt man dann in die Beratung und bekommt Hilfestellung und kann dadurch eine Verbesserung schaffen und dann sich weiter mit anderen vernetzen, die ähnliche Probleme haben und so strukturell die Probleme auch langfristig angehen. Genau, und wichtig ist bei uns, dass die Beratung dabei kein Selbstzweck ist. Also wir sind nicht einfach eine Sozialberatung, sondern wir wollen Leute organisieren. Also bei uns ist die Beratung Mittel zum Zweck. Das soll auch ganz transparent sein. Genau, wir wollen nicht die Leerstellen des Staates füllen durch ehrenamtliche Arbeit, die wahrscheinlich tendenziell auch eher mehr werden als weniger, sondern wir wollen diesen ganzen Strukturen an sich etwas entgegensetzen.